Hallo, der SC Magdeburg freut sich, einen neuen Spieler in der neuen Saison zu begrüßen. Und dazu sind wir natürlich an einen großartigen Ort gegangen. Hier in der Piano Bar wurden die letzten Erfolge gefeiert von den Spielern. Man kann es noch ein bisschen fühlen. Jetzt haben wir ihn hier, Daniel Pettersson, direkt den weiten Weg aus Schweden hierher gefahren zu uns nach Magdeburg. Welcome in Magdeburg. Thank you. Yeah. Thank you. Very beautiful city in the center of the city, and we both like it, me and my girlfriend, and it's much to see and nice buildings. Okay, also er hat gesagt, das ist total schön. Er ist mit seiner Freundin auch schon kurz unterwegs gewesen und die finden das eigentlich hier alles ganz schön schön. So you have a girlfriend, that would be the next question. But what's the name again? Michelle. Michelle. And are you married or it's a girlfriend? No, it's just girlfriend. Do you have kids? No. You will? Maybe later. When? I don't know. Also wir haben jetzt mal die ganz wichtigen Sachen auch für die Damen gleich abgeklärt. Also Girlfriend ist da, Freundin, ist aber noch nicht verheiratet, der gute Daniel. Beide planen Kinder irgendwann. Es ist auch nicht ganz klar, wann das irgendwie passieren wird. It's a very good team. Won the Pokal here in Germany. And this is the place where the big party was. Okay, okay. Yeah. Very nice. Do you feel it? Yeah, yeah. Er hat gerade gesagt, also von Magdeburg weiß er natürlich, dass sie den Pokal gewonnen haben. Und ich habe ihm gleich gesagt, dass das hier der Part ist, der Teil ist, wo die Jungs gefeiert haben. Er kann es fühlen ein bisschen. I want to do the team even better and hopefully score goals for Magdeburg and win trophies. It's the same position as Robert Weber. Do you know him? Yeah, no, I don't know him, but he's a really good player. Maybe it will be a hard time for Robert. What do you think about it? Yeah, of course. He's one of the best in the league, and I'm ready to take that battle of that spot. I read that you like to do the penalties. Penalties, the 7 meter. Yeah. And you know, Robert is the guy in Magdeburg to do it. What do you think about it? If I'm going to shoot penalties, if the big thing is to score. So which one is going to shoot? It doesn't matter. It's only about the goals. Okay. Ich habe ihn nämlich gleich mal gefragt, weil ich das gelesen habe, dass er sehr, sehr gerne mag, dass man 7 Meter schießt. Und das ist ja bei uns der Mann Robert Weber, der das immer macht. Und da habe ich jetzt schon mal gefragt, ob es da so ein bisschen Druck gibt für Robert Weber. Aber er hat gesagt, das Wichtigste ist erstmal überhaupt, dass man da trifft. Und wenn er da steht, dann will er treffen. Und ansonsten ist es total egal, wer die Dinger so wirft. None. I've played against Matthias Mutsche. In the world championship for the young and Matthias Mutsche. Okay, now I know that. You can say Matze. Yeah, okay. But I met Selinovic yesterday. Yeah, okay. And that's all I know for now. Okay, also ich habe schon mal gefragt, ob er von den neuen Spielern irgendwen kennt, also von seinen neuen Teamkameraden und so. Er hat irgendwann mal bei einem internationalen Nachwuchsturnier gegen Matze Mutsche gespielt. Da haben wir gleich mal das noch geklärt, wie das geht. Say it again, Matze Mutsche. Matze Mutsche. Das funktioniert, das wären dicke Kumpels, da bin ich mir, you will be friends forever. Yeah. I like everything. Rock, pop, everything. Special music before the games? No, I'm listening to everything. Okay, also seine Lieblingsmusik habe ich jetzt schon mal versucht rauszufinden. Hat ja bei Michael Damgaard dazu geführt, dass jetzt alle immer atemlos hören wollen, wenn er ein Tor macht. Das hat bei ihm jetzt nicht so richtig funktioniert, weil er hört sehr, sehr viel Musik, nichts Spezielles vor den Matches, um sich irgendwie zu motivieren. My girlfriend's family has one dog. And what do you think about it? Do you like dogs? Yeah, I love dogs. Cats? No. Gleich mal, das ist auch immer so eine wichtige Frage, wo manche Menschen glauben, dass man was weiß über die Menschen, wenn man das hört. Also er mag Hunde, aber Katzen nicht so. Okay. We wish you all the best in Magdeburg. Okay. Do you like to say something to the fans? Direct into the camera? Yeah.
I hope we have a good season next year and hopefully we come at the großartig und ist auf jeden Fall mein neuer Lieblingsspieler, weil er fast so groß ist wie ich. Super. Tschüss. Es ist sehr warm, das habt ihr gesehen. Ich glaube, wir können uns das verzeihen.